Bruder, der hat auf Helgen, ja, sie hier verantworten können. Aber wir hören uns. Interessant war halt die unterschiedlichen Ebenen, Verwaltungsgericht und Verfassungsgericht. Das Verwaltungsgericht ist eben, da haben wir eben überlegt, ob wir eine Chance haben auf ein Zurückhaltungsrecht der Rundfunkgebühren aufgrund der Nichtleistung, die stattfindet beim öffentlichen Rundfunk. Laut Medienstaatsvertrag, die Ausgewogenheit und die Staatsferne ist nicht gegeben. Aber das haben sie abgewehrt insofern, dass ja da auch eine Finanzierungssicherheit beim Rundfunk da sein muss, deswegen ist verwaltungsgerichtlich da wenig zu machen. Sie haben da eigentlich die Schuld oder die Kompetenz jemand anderem zugeschrieben, nämlich dem Verfassungsgericht, insofern, dass wir natürlich hier ein Kontrollgremium haben, das versagt. Wir haben hier ein internationales historisches Versagen der Kontrollgremien. Und das ist das eigentlich Dramatische, mit dem sich das Gericht hier nicht befassen kann und befassen will. Wir werden da morgen dazu besprechen mit den Anwälten, wie wir da weiter vorgehen, weil da natürlich auch viel Taktik jetzt dabei war von Seiten des Gerichts. Und wir wissen natürlich, dass wir nur dann Einfluss auf die Gerichte und auf den Journalismus an sich haben, wenn da Selbstkritik vom Journalismus selber kommt. Und das ist auch der Grund, warum wir vor allem bei den Medienmahnwachen hier unser Augenmerk legen. Ja, weil wir müssen als Bevölkerung Verantwortung übernehmen, denn dieses Versagen der Kontrollgremien ist etwas Institutionelles, etwas Historisches. Es ist nichts, was mit Corona zu tun hat. Wir haben das Problem seit Jahrzehnten. Und die Selbstkritik und Selbstreflexion muss von den Journalisten selber kommen. Deswegen sind die Mahnwachen auch nicht nur vor dem öffentlichen Rundfunk, sondern auch vor allen Zeitungshäusern, vor jedem, der sich eigentlich mit seinem Berufsstand und mit seinem Berufsethos des Journalismus den Pressekodex beschrieben hat. Und
Was wir geschafft haben, ist, dass wir in 70 Städten gleichzeitig diese Mahnwachen abhalten. Aber das ist zu wenig. Und im Herbst muss die Bevölkerung da ein klareres Zeichen setzen, vor allem auch durch das Wachstum mit den Mahnwachen. Wir müssen nicht nur, dass die Anzahl der Menschen, die sich beteiligen an den Mahnwachen, ist wichtig, sondern vor allem ist die Anzahl der Medienmahnwachen selbst entscheidend. Denn wir werden genau beobachtet und der Journalismus wird sich nicht aus sich heraus von diesen institutionellen Fehlentwicklungen lösen, sondern dieser Druck muss von der Bevölkerung kommen. Und deswegen werden wir beobachtet, wie wir wachsen. Und wir sind alle gefragt, dass wir unsere privaten Netzwerke zusammenlegen und dass wir jetzt im Herbst Verantwortung übernehmen und von 70 auf 150 Städte, auf 300 Städte anwachsen. Denn dann bekommen wir den Dialog, den wir wollen, der jetzt auch schon beginnt in den 70 Städten, die wir sind. Wir haben viele Gespräche mit Redakteuren jetzt schon, auch beim öffentlichen Rundfunk, auch bei den Zeitungen. Und bei diesen Gesprächen merken wir schon, manche wissen, wie die Situation ist, manche versperren sich und wir spüren, dass der Druck von unserer Seite kommen muss. Deswegen sind wir angewiesen auf das Wachstum des Bewusstseins. Und das ist das, was wir jetzt den ganzen Herbst anstreben. September, Oktober, November, Dezember, das muss jetzt unsere Zeit sein. Denn ich habe es auf der Rede in Wien gesagt am Wochenende, das Wichtigste ist, dass wir uns zusammentun. Wir vom Widerstand, der für Demokratie und Freiheit sich einsetzen. Wir müssen auch klar machen, dass wir nicht die Staatsfeinde sind und die Demokratiefeinde, sondern dass wir nur diffamiert werden. Und zusammengehen und zusammenstehen heißt nicht nur, dass wir von der Bewegung zusammenstehen müssen, sondern vor allem auch gemeinsam mit einem fairen Journalismus. Wir werden es nicht ohne den Journalismus schaffen. Wir müssen dem Journalismus klar machen, in welcher Weise er hier einseitig gegen die Bevölkerung gerichtet ist und gegen den Pressekodex gerichtet ist. Dafür haben wir die Belege und deswegen brauchen wir den Dialog auf Augenhöhe, damit auch die Selbstkritik vom Journalismus selber kommt. Wir brauchen den Mainstream. Es reicht nicht aus, dass wir mit den unabhängigen freien Medien des Internets gemeinsam kooperieren. Und der öffentliche Rundfunk, er gehört uns. Wir bezahlen ihn und deswegen fordern wir hier unsere Rechte ein. Wahrheit, das ist alles wahr.
Genfer Gelöbnis, Hippokratischer Eid. Ich gelobe feierlich, mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen. Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patienten respektieren. Die Autonomie und Würde respektieren. Autonomia e la dignitat, los pacientes tienen la prioritat, derechos humanos e la libertad, sì, sì. El honor y la sinceridad, dedicar mi vida a la verdad y con ilusión al servicio de la humanidad. Sigo el camino de Hipócrates, la salud del paciente es mi interés y solo obedezco a mi propia conciencia. Sigo el camino de Hipócrates, la salud del paciente es mi interés y solo obedezco a mi propia conciencia. Autonomía y la dignidad, i pazienti hanno la priorità.